Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Embus ganz hinten Box von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Embus ganz hinten von Flair, das Ganze aus dem Jahr 2011. So sieht das aus. Wir haben hier eine schlichte braune Kartonbox und darauf einen schwarzen Aufkleber. Hier lesen wir Flair, Embus ganz hinten, Amazon Boy Exclusive Edition, Limited Edition inklusive 2 CD plus T-Shirt L Boys plus Cap und darunter noch einen Barcode. Jawohl, so sieht das Ganze aus. Also rundum in dieser schlichten braunen Kartonoptik. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die Cap, dann haben wir das Shirt und in diesem Shirt, hier haben wir es, haben wir dann auch noch das Album. So, von innen die Box glatt braun, machen wir mal wieder zu. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum wird das hier extra erwähnt, nämlich T-Shirt L Boys. Ja, das hat seinen Grund, denn dieses Album beziehungsweise diese Box-Variante gab es in zwei Versionen, nämlich einmal die Boys-Variante, die ich euch heute vorstelle, und dann gab es das Ganze noch in der sogenannten Girls-Edition. Die sieht so aus, so war das gestaltet. Hier lesen wir dann Girls Cap und hier sehen wir auch schon das T-Shirt, ist in diesem Fall dann in M. Aber nicht nur das, das Shirt sieht auch ganz anders aus vom Design her. Also es war so ein weißes Top für Frauen mit Embus ganz hinten Aufdruck und auch die Cap ist anders gestaltet, also in diesem Fall dann olivgrün mit rotem Aufdruck und bei uns in dieser Boys Edition ist sie ja in schwarz, die Cap. Ja, das nur am Rande. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Flair Embus ganz hinten Limited Deluxe Edition. Es ist das 7. Soloalbum von Flair gewesen. Das Ganze kommt in einem Pappschuber. Wir haben hier die Tracklist und wir haben auf diesen Tracks jede Menge Features. Wir haben hier Features von Mo Mitchell, nochmals Mo Mitchell, Silla und Mo Trip, Jihad und Nick One, nochmals Jihad, Mo Trip, Jihad und Pulse. Also ohne Ende Features. Und dann haben wir hier auf der zweiten CD, auf der Bonus-CD noch komplett die Instrumentals zum Album plus ein Video zu dem Track Zeichen. Jawohl. Hier unten haben wir noch die Credits und hier rechts oben ein Barcode. Das Cover ist in so einer ganz speziellen goldenen Schrift gestaltet, also zumindest Flair und hier Limited Deluxe Edition und dieser Balken hier sind in so einer glänzenden Goldoptik. Sehr schön. Hier lesen wir noch ganz klein maskulin präsentiert. Dann lässt sich dieser Pappschuber hier abziehen und dann kommen wir zum regulären Cover des Albums. Das sieht so aus, Flair hier passend zum Albumtitel in einem Bus auf der letzten Bank, also im Bus ganz hinten. Und dann lesen wir hier Deluxe Edition. Und was auch spannend ist, es gab ja 2011 nicht nur das Album, sondern zusätzlich zu diesem Album ist auch noch seine Autobiografie mit demselben Titel erschienen, also sein Buch hat auch den Titel Embus ganz hinten. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case hier auf der Seite in schwarz gehalten. Dann haben wir hier Flair Embus ganz hinten stehen und auch hier nochmal die Tracklist. Hier kann man es auch deutlich besser lesen als auf dem Pappschuber, da war es ja doch recht schwer hier. Dieses Weiß auf Hellgrau ist verdammt schwer zu sehen und hier macht es dann deutlich mehr Sinn. Jawohl. Gut. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Und zwar haben wir hier nicht nur das Booklet, sondern wir haben hier auch einen Tourflyer zur Flair im Bus ganz hinten Tour, die hier auch 2011 stattgefunden hat. Vom 29. Oktober bis zum 18. November hat die angedauert. So sieht das aus. Also hier noch Flair
Flair.de und Flair Official auf Facebook. Damals auch noch hier mit Psalm 23. Lang, lang ist es her. Dann schauen wir uns mal das Booklet an. Wir haben hier diverse Tracks aufgeschlüsselt mit den Infos, wer hier was produziert hat, wer gefeatured wurde oder in diesem Fall wer das aufgenommen hat oder die Drums eingespielt hat. Diese Infos finden wir hier. Dann haben wir hier Flair mit einer Adidas-Jacke abgebildet. So, weitere Fotos, in diesem Fall aus dem Bus. Weitere Tracks. Und diese Optik zieht sich jetzt durch und durch. Ja, damals Flair noch enge Verbindungen zu der Rocker-Szene in Berlin gehabt. Wir sehen hier diverse Member der Hells Angels neben ihm stehen. So sieht das aus. Weitere Tracks. Jawohl. Und hier zum Abschluss dann noch die Credits zum Album. Gut, dann packen wir das Booklet mal wieder zurück in die Hülle. Ebenso diesen kleinen Tourflyer, dieses Tourzettelchen. Und dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus: Flair im Bus ganz hinten. In Grau, Weiß und Rot gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann noch CD Nummer 2, die beinhaltet die Instrumentals. Die sieht dann so aus. Und hier nochmals Flair im Bus ganz hinten, allerdings in Schwarz-Weiß das Foto. 20 Tracks sind auf diesem Album drauf. Zwei davon Skits, bedeutet, ihr habt 20 Tracks, also 18 Tracks plus 2 Skits auf dem regulären Album. Und auch Instrumentals gibt es danach dann 18 plus eben dieses Video hier, das Zeichenvideo. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses wie auch der Albumtitel gestaltet. Also wir lesen hier im Bus ganz hinten, dann darunter Flair in Rot. Ganz schlicht. Was natürlich auffällt, ist das klassische M hier, das man ja kennt von Maskulin, dieses klassische Maskulin-M. Auf der Rückseite ist das Ganze schlicht weiß, also kein Backprint. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Steadman Comfort Man in der Größe L. Das Ganze ist 100%, hier ganz oben haben wir es, 100% Baumwolle und ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt und zwar ist das die Cap. Wie gesagt, Cap und Shirt unterscheiden sich ja in diesen beiden Varianten, in dieser Boys-Version oder in dieser Girly-Version. Und zwar ist das hier dann die Cap der Boys-Version. Also hier in Schwarz mit dem alten Logo von Flair. Also Flair hat ja damals schon zu Agro-Zeiten dieses Sägeblatt hier mit dem Flair, mit dem F hier in der Mitte und diesen beiden Flügeln hier. Gab es damals viel Merch in diesem Design von ihm. Hinten ist das Ganze ganz schlicht gehalten und wir haben die Cap hier mit einem Klettverschluss. Also keine Snapback, sondern es ist hier wirklich ganz klassisch mit einem Klettverschluss gelöst. Bedeutet, ihr könnt ihn dann entsprechend an euren Kopf anpassen und je nachdem, welche Größe ihr benötigt, hier dann entsprechend den Klettverschluss abändern. Und die Cap sieht dann so von innen aus, also auch hier alles in Schwarz gehalten. Und diese Cap ist, wo haben wir es, 100% Baumwolle und auch hier made in China. Wieso sage ich auch, das andere war aus Bangladesch, ja, also made in China. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap in Schwarz und Rot mit Klettverschluss. Dann das Shirt in diesem Design im Bus ganz hinten in Weiß in der Größe L. Sowie natürlich das Album an sich in der Limited Deluxe Edition, bedeutet die zwei CDs, einmal das Album plus die dazugehörigen Instrumentals und das Musikvideo. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box im Bus ganz hinten von Flair.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!